So, es geht weiter. Mein Rahmen hat nun den Anschlagpunkt für den Oberlenker bekommen. Dazu habe ich aus U-Eisen einen Rahmen gebaut. Der wird auf Gehrung gesägt, sodass ich vorne genug Platz habe, wo die Zapfwelle durchgeht. Das Ganze wurde mittig aufgeschweißt. Und ich habe mir auch eine Skizze gemacht. Da ohne ging es tatsächlich nicht mehr. So in etwa wird das Ganze hinter einer Frontansicht aussehen. Hier ist die Antriebsseite. Da kommt hinter natürlich noch was hin, unten die Arbeitswelle. Ja, soweit sind wir aber noch nicht. Die Zapfwelle, wie man hier sehen kann, ist relativ hoch angeschlagen. Da muss ich morgen erst aber schauen, ob das mit dem Trecker auch passt. Das heißt letzten Endes, wie schräg die Zapfwelle in der Arbeitsposition steht. Dazu werde ich einmal das Winkelgetriebe dann ja, auf Holzklötze in die endgültige Position legen und dann einmal das Ganze anbauen und schauen, ob das so passt oder ob ich an meiner Konstruktion noch was ändern muss. Jo, so sieht das Ganze aus. Ich habe jetzt das Winkelgetriebe einmal mit Distanzstücken in etwa in die Position gebracht, wo es hinterher sitzt. Durch meine Arbeitsbreite ist es leicht außermittig. Das ja, sehe ich jetzt mal nicht so als dramatisch an. Dafür habe ich ungefähr 10 cm Arbeitsbreite mehr. Die Höhe von dem Grundträger hinten entspricht jetzt in etwa der Arbeitshöhe. Das heißt, der Winkel meiner Zapfwelle wäre so. Ich werde jetzt einen Testlauf machen und schauen, wie sich das anhört im Prinzip. Ob es da irgendwie große Störgeräusche gibt seitens der Zapfwelle. In dem Zuge hier auch einmal meine Skizze. So ganz grob. Das ist die Aufhängung. Hier sind meine Unterlenker angeschlagen. Das hier ist meine Winkeleisen, die nach hinten gehen. Da sitzt das Winkelgetriebe. Und ja, es geht jetzt darum, ich werde hier aus 40er Winkeleisen links und rechts einen Rahmen machen. Die Frage stellt sich, ob das Winkelgetriebe in der Position bleiben kann, also horizontal ausgerichtet, oder ob ich das vielleicht etwas nach unten neigen muss. Dazu müsste ich auch diese Aufnahme hier entsprechend schräg aufbauen. Das werden wir jetzt testen. Ja, ich würde sagen, Test erfolgreich. So kann man das wirklich einbauen. In Arbeitsposition haben wir ein ruhiges Laufgeräusch. Ich werde jetzt noch im nächsten Schritt ja, einmal bei laufender Zapfwelle das Gerät anheben hinten in der Transportposition, um zu schauen, ob da irgendwo Probleme mit der Zapfwelle bestehen. So, wie man jetzt sieht, ich habe einmal die Heckhydraulik angehoben. Die ist jetzt nicht ganz oben, aber ich sag mal so in einer Stellung, wo ich hier reichlich Platz zum Boden habe, wo also auch die Werkzeuge hinter bestimmt ja, 25 cm vom Boden weg sind. In dieser Position, wenn ich die Zapfwelle laufen lasse, schrappt er hier vorne ganz knapp. Wie man sieht, hier hat es schon einen kleinen Span abgenommen. Okay. Das muss man wissen. Wichtig ist, dass ich das Werkzeug vom Boden eben weg bekomme beim Anheben, beim Rangieren, beim Drehen. Aber so funktioniert das.
Das heißt, ich werde mich hier an meine Skizze halten. Dies wäre jetzt der Zuschnitt für das obere Rotorgehäuse, nenne ich es mal. Einmal für links, einmal für rechts. Das werde ich jetzt verschweißen und dann auf meinen Grundrahmen aufsetzen. Und dann geht's weiter. Die Rahmen sind fertig geschweißt und jetzt habe ich die schon in ihre endgültige Position gebracht. Einmal kurz angepunktet. Das werde ich jetzt verschweißen und dann werden wir da in irgendeiner Art und Weise ein Gehäuse dran basteln, dass ich das Winkelgetriebe aufnehmen kann. Als nächstes müssen wir eine Auflage schaffen, wo das Winkelgetriebe drauf sitzt. Dafür werde ich einfach Winkeleisen 40x40 oben drüber schweißen. Und da werden dann im Bereich hier und hier, wo die Auflagen vom Winkelgetriebe sind, irgendwelche Eisen reingezogen, wo Anschraubpunkte reinkommen. In der Zeichnung habe ich hier einen Abstand zum Winkelgetriebe von 20 mm vorgesehen. Da muss ich nochmal schauen, ob ich da wirklich bei 20 mm bleibe oder ob ich das etwas abändern werde. Vermutlich werde ich hier irgendwelche Freimachungen reinbringen, dass das Winkelgetriebe noch verschoben werden kann, weil dadurch wird letzten Endes die Kette gespannt. Das können wir uns gleich aber nochmal genauer anschauen. Im oberen Bereich habe ich jetzt schon zwei Versteifungen eingezogen. Das sind einfach 35er Winkeleisen. Was natürlich nicht halten wird, ist unsere Aufnahme für den Oberlenker, dass die einfach nur hier unten festgeschweißt ist. Das heißt, im nächsten Schritt werde ich hier vorne noch Versteifungen reinbringen, die dann auch diese Schräge von 45 Grad annehmen und entsprechend hier Versteifungen, dass das nochmal fixiert wird. Das werde ich jetzt zuschneiden und einschweißen. So sieht die Versteifung jetzt aus. Einmal die Diagonale auf 45 Grad, genau wie die hier an der Seite. Das habe ich extra hier neben den Träger gesetzt. Und zwar möchte ich die Gehäuseverkleidung hinterher mit Gummimatten machen. Da hätte ich eventuell Zugriff auf alte Förderband oder alte Förderbänder, die hier reinkommen. Die würde ich dann hier einfach verschrauben und hier reinlegen. Eventuell kommen dann hier unten noch zusätzliche Halterungen rein, das muss ich mal schauen. Aber hier könnte ich die drunter schrauben, hier kämen die drunter. Wenn jetzt das Gerät draußen stehen sollte und Wasser fließt, kann es hier abfließen. Deswegen ist der daneben gesetzt. Dieser hier ist jetzt hier reingesetzt, dazwischen, außen überlappend, dass ich einfach mehr eine längere Schweißnaht legen kann. Das ist jetzt nur von oben verschweißt. Das Rumverschweißen mache ich hinterher, wenn ich mir das Ganze entsprechend drehen kann. So wie diese Seite werde ich jetzt auch die zweite Seite machen. Und da geht es jetzt an den Zuschnitt. So, ihr seht, die Versteifungen sind jetzt drin. Somit sollte das auch halten und im Betrieb würde sich hier nichts mehr lösen. Soweit die Theorie. Ja, was gibt es als nächstes zu tun? Wir müssen die Aufnahme fertigen für unser Winkelgetriebe. Das heißt, hier brauchen wir irgendwo Anschlagpunkte und hier. Dazu werde ich das Winkelgetriebe nochmal aufsetzen. Es könnte sogar passen, dass ich hier einfach Stehbolzen dran schweiße und dass wir das hier als Auflagefläche nehmen, dass ich nicht zusätzlich noch was einarbeiten muss, keine zusätzlichen Eisen einziehen muss. Die Höhe ist jetzt in der Tat 20 mm höher, als wie ich das in meiner Skizze hatte. Aber ich denke, auch so müsste das gehen. Ja. Ich werde das so mal bauen. Man könnte das jetzt noch hier einlassen, aber das wird mehr Aufwand bedeuten. Und auch bei dem Winkelgetriebe, wo also das Kegelzahngetriebe sitzt,
Da wird er hier anstoßen. Das heißt, da müsste ich diesen Träger schwächen in diesem Bereich, also gerade in der Mitte, wo die meiste Last liegt durch das Winkelgetriebe. Das wiegt also einiges. Und das möchte ich nicht. Ich möchte den da nicht schwächen. So, das Ganze habe ich jetzt nochmal angehängt. Hier vorne habe ich Schrauben eingeschweißt. Hier hinten habe ich noch eine Verstrebung reingemacht, ein altes Rohr dazwischen gesetzt, dass mein Rahmen die nötige Stabilität hat. Die hatte ich ja vorher schon gemacht. Hier vorne habe ich noch ein Stück Winkeleisen reingesetzt, sodass ich über die Schraube hier das Ganze spannen kann. Und hinterher geht der Kettentrieb hier runter und hier unten kommt mit Stehlagern links und rechts, beziehungsweise mit Flanschlagern, die Rotorwelle hin. Aber damit geht es später weiter. Jo, das war's für diesen Teil. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao.